Die nächste Aufgabe zu Arrays soll folgendes sein: eine klassische Geschichte, das Sieb des Eratosthenes. Das Schwierigste ist, den Namen zu schreiben. Der Rest ist einfach. Mal wieder um Primzahlen zu finden. Sie haben im Praktikum schon gesehen, es gibt auch vernünftige Sachen, die man machen kann, aber um mal einfach irgendwie anzufangen, sind solche Geschichten wie Primzahlen oder irgendwelche Zeichenketten suchen und so weiter ganz nett. Folgender Gedanke: ich hätte gerne hier die Primzahlen von 2 bis 101. Von 2 bis 101 etwas intelligenter bestimmt, etwas effizienter bestimmt, als wir das bisher hatten. Der Trick, um das zu tun, ist, dass man eine Tabelle anlegt, eigentlich eine Liste, soll ich sagen. Man legt eine Liste an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter, 101. Man legt so eine Liste an und jetzt streicht man in dieser Liste. Ich führe das Rezept mal vor. Die 2 sehe ich zum ersten Mal, die habe ich noch nicht gestrichen, die streiche ich nicht. Und jetzt streiche ich alle Vielfachen von der 2, aber nicht das Einfache. Zahl 2 hatte ich noch nicht gesehen. Ich streiche alle Vielfachen von der Zahl 2, aber nicht die Zahl 2 selbst. Ich streiche die 4, das kann ja keine Primzahl mehr sein, weil die ist ein Vielfaches von der 2, aber nicht das Einfache. Ich streiche die 6, ist ein Vielfaches, nämlich das Dreifache von der 2. Ich streiche die 8, ich streiche die 10, ich streiche die 12 und so weiter. Alle Vielfachen von der 2, aber nicht das Einfache. Dann gucke ich weiter. Die 3 habe ich jetzt nicht gestrichen. Jetzt streiche ich alle Vielfachen von der 3, aber nicht das Einfache. Die 6 ist schon weg. Die 9 muss ich noch streichen. Die 12 ist schon weg und so weiter und so weiter. Alle Vielfachen von der 3 streichen, aber nicht das Einfache. Die 4 ist schon gestrichen. Gut, ist erledigt. Dann mache ich mit der 5 weiter. Ich streiche alle Vielfachen von der 5, die nicht das Einfache sind. Ich streiche die 10, schon erledigt. Die 15, ich schreibe es noch dazu, die 15 würde ich dann streichen. Die habe ich eigentlich schon bei der 3 erledigt, die war auch schon gestrichen. Die 25 finde ich irgendwann zum Beispiel, die war vorher noch nicht gestrichen. Alle Vielfachen der 5. Die 6 ist schon gestrichen, interessiert mich nicht. Die 7 habe ich bisher noch nicht gestrichen. Ich streiche alle Vielfachen der 7, aber nicht das Einfache. Also 14, 21, 28 und so weiter. Die meisten davon sind schon längst gestrichen. Einige sind noch nicht gestrichen, 49 zum Beispiel, werden noch nicht gestrichen. Und so weiter und so weiter. Und Sie sehen, was übrig bleibt, es bleiben die Primzahlen übrig. Das ist dieses Sieb. Sie sieben die Zahlen und übrig bleiben die Primzahlen. Und das schreiben Sie jetzt mal als C-Programm. Ich habe hier also 100 Zahlen. Von 1 bis 100 wären es 100 Zahlen, von 2 bis 101 sind 100 Zahlen. Für jede dieser 100 Zahlen möchte ich mir merken, ist sie gestrichen oder nicht. Das heißt, Sie haben für jede der 100 Zahlen nur eine Ja-Nein-Information. Welche von diesen 100 Zahlen sind gestrichen, welche nicht? 100 Ja-Nein-Informationen. Sie brauchen ein Array mit Bool, 100 Einträgen Bool. Das ist das Array, was Sie brauchen. Und dann gehen Sie natürlich mit einer Vorschleife durch. Und darin wird noch die ein oder andere Schleife stattfinden. Schauen wir es mal auf, den allerersten Anfang. 100 Bool-Werte für diese 100 Zahlen, 100 Bool-Werte, um zu sagen, markiert oder nicht. Die markierten will ich auf True setzen, die nicht markierten auf False. Das sage ich nicht, nachher vielleicht die falsche Logik, aber sehen wir, was passieren wird. Alles in die Main-Funktion rein. Ich will mit Bool arbeiten in C, das heißt, ich brauche sowieso erstmal Include Standard Bool. So, 100 Bool-Werte, Bool, Markierung. Nenne ich das vielleicht mal, Markierung, meine 100 Werte. Das 100 sollte man vielleicht dann auch irgendwie zu einer Konstante machen, aber ich formuliere es jetzt mal aus. Das sollen meine 100 Werte sein. Und die sollen zu Beginn auf False stehen. Wenn Sie das Array so anlegen, steht da zu Beginn Stuss drin. Wenn Sie das Array global machen würden, würde er das schön auf False stellen, aber wenn das Array hier in der Funktion steht, steht da Stuss drin zu Beginn. Ich sage, es soll initialisiert werden, das würde nicht gehen. So würde es gehen. Der erste soll mit 0 initialisiert werden, das ist ja false, 0 ist false. Der erste soll mit 0 initialisiert werden. Alle anderen werden dann automatisch mit 0 initialisiert, nicht weil hier vorne 0 steht, sondern weil alles, was nicht angegeben ist, auf 0 gesetzt wird. Damit stehen alle 100 auf 0, alle 100 stehen auf false. Das wäre die Initialisierung.
Und jetzt gehe ich dieses Array durch, Eintrag für Eintrag. Ich gucke mir den ersten an, ich gucke mir den zweiten an. Und ich streiche immer alle Vielfachen. Also brauche ich eine For-Schleife. Vielleicht sogar wirklich dann von 2 bis 100 und 1. I kleiner gleich 101, das wissen wir ja schon, I++, diese For-Schleife. So, Ihr Job in der For-Schleife ist jetzt für dieses I, bei dem wir gerade sind, für das I, bei dem wir gerade sind, überlegen Sie sich, was ist das eigentlich für eine Zahl? Das ist ja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Bei dem I, bei dem wir gerade sind, zum Beispiel die Zahl 8, wo steht das I im Array? An der Stelle 6. Unsere Zahl 8 steht an der Stelle 6 in unserem Array. Da können wir nachgucken, ist es markiert oder nicht. Wenn es nicht markiert ist, markiere ich alle Vielfachen, aber nicht das Einfache. Die erste Frage ist aber, ist es markiert? Wenn es markiert ist, mache ich nichts. Wenn es nicht markiert ist, mache ich weiter. Das ist vielleicht was, was Sie als erstes tatsächlich sofort mal hinschreiben sollten. Wenn es nicht markiert ist, mache ich was. Wenn es markiert ist, mache ich nichts. Finden Sie das heraus. Da muss ein if stehen. Hier muss ein if stehen. Wenn diese Zahl markiert, ich schreibe es mal wirklich ganz brutal aus. Wenn diese Zahl markiert, das wäre eine schöne Programmiersprache, so könnte ich das auch. Wenn diese Zahl markiert ist, oder konkreter, wenn die Zahl i markiert ist, wenn die Zahl i markiert ist, was soll er tun? Markiere alle Vielfachen. Aber nicht das Einfache, Sie wissen, was ich meine. Das wäre der Algorithmus. Jetzt müssen Sie das nur noch ausbuchstabieren, nur noch. Wenn die Zahl i markiert ist, wenn in diesem Array Markierung an der Stelle, die dazugehört, zu meinem i, das müssen wir einmal gerade gucken, wenn mein i 8 ist, gehört im Array der Index 6 dazu. Wenn mein i gleich 2 ist, gehört in meinem Array der Index 0 dazu. Immer 2 weniger. Wenn in meinem Array an der Stelle i minus 2, so habe ich das jetzt teilweise gesehen, an false steht, wenn es nicht markiert ist, aber gleich false ist unprofessionell. Sie schreiben, wenn nicht Markierung, wenn das Gegenteil von Markierung wahr ist. Und jetzt wird mir klar, dass Markierung doch kein so schöner Name war. Wenn Sie das umbenennen in gestrichen, liest sich das richtig nett. Wenn ich das Array umbenenne in gestrichen, steht hier if nicht gestrichen. Es ist fast natürlich sprachlich, wenn nicht gestrichen an der Stelle i minus 2. Und da unten müssen natürlich dann Streiche sozusagen. Ich streiche ja nicht wirklich, ich setze die Markierung. Sicherheitshalber nochmal, wenn i gleich 2 ist, gucke ich mir an, was in meinem Array an der Stelle 0 steht. 2 war die vorderste Zahl. Ich gucke mir an, was in meinem Array an der Stelle 0 steht. Das entspricht der 2. Und dann gucke ich, steht da vorne etwas Falsches drin? Ist das Gegenteil von dem, was da drinnen steht, wahr? Steht da vorne etwas Falsches drin? Dann streiche ich alle Vielfachen. Wenn die Zahl dort nicht gestrichen ist, streiche ich alle Vielfachen. Dazu brauche ich natürlich hier hinten wieder eine Schleife. While, for, vielleicht sogar eine While-Schleife. Gucken Sie mal. Wenn ich bei i angelangt bin, sagen wir, wenn ich bei 5 angelangt bin, dann möchte ich 10, 15, 20, 25 und so weiter streichen, bis ich irgendwann hier über die 101 komme. Eine For-Schleife, dieses j, was ich da jetzt als neue Variable haben muss, das sollen dann die Zahlen werden, die ich streichen will. Wenn i gleich 5 ist, ist die erste Zahl, die ich streichen will, 10. Also 2 mal i. Damit starte ich. Ich möchte das Doppelte streichen. Das ist immer die erste, die ich streichen will. Das mache ich so lange, wie die Zahl, die ich da streichen will, immer noch kleiner gleich 101 ist. Das wäre das Ende meines Zahlenraums sozusagen. So lange mache ich das. Und ich will die Vielfachen streichen. Ich starte mit 2i, der nächste muss 3i und so weiter sein. Ich gehe also in Schritten von i weiter. J plus gleich i. J ist die Zahl, die gestrichen werden soll.
Ich starte mit dem Doppelten von i. 10, wenn i gleich 5 ist. Ich mache so lange weiter, wie die Zahl, mit der ich da agiere hier, die Zahl, die ich streichen will, solange die immer noch in meinem Bereich ist, kleiner gleich 100. Und sie geht in den Schritten von i. Ich starte mit dem Doppelten, 10, dann geht sie um 5 weiter, 15, dann geht sie um 5 weiter, 20. So habe ich die Vielfachen. Ich muss hier nicht mal multiplizieren, ich addiere, was im Zweifelsfall schneller ist. Und jetzt kommt das Streichen. Streichen heißt, dass ich in mein Array gestrichen irgendwas Kluges reinschreibe. Was machen Sie mit dem Array? Also Vorschlag gestrichen von j, die Zahl j möchte ich streichen. Und was heißt streichen? Ich setze im Array das auf true. Fast. In diesem Array ist die Bedeutung und die Nummerierung, die beiden, die sind um 2 gegeneinander versetzt. In meinem Array. Hätte man auch anders machen können, aber ich lasse es bewusst so, dass Sie sich daran gewöhnen, dass das auch mal so sein kann. Die Bedeutung ist die Zahl 5, aber die Nummer, der Index, ist die Zahl 3. Und wenn ich die Zahl 2 meine, dann schreibe ich den Index 0. Der Eintrag Nummer 0 in meinem Array steht für die Zahl 2. Der Eintrag Nummer 1 steht für die Zahl 3. Die Nummer des Index ist immer 2 kleiner als die Zahl, die ich eigentlich meine. Das ist der Ärger. Ich will die Zahl J nehmen, aber dann muss der Index 2 kleiner sein. Wenn Sie so wollen, die Zahl 10 lebt in der Hausnummer 8 und die Zahl 5 lebt in der Hausnummer 3. Das heißt, wenn ich der Zahl 5 einen Brief schicken will, schreibe ich 3 auf den Brief drauf und nicht 5. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie man sich das vorstellen kann. Ich möchte der Zahl J einen Brief schicken, auf den Brief schreibe ich J-2, nicht J, weil die Hausnummern und die Bewohner leider um 2 auseinander sind. Gucken wir mal, ob das jetzt wirklich irgendwas Sinnvolles tut. Mal sehen, DisAssembly will ich auch nicht. Ich will die Locals. So, einmal durchlaufen lassen. Das wird gestrichen. Da ist gar nichts gestrichen. Das war es noch nicht. Wie peinlich. Gleich true schreibe ich da. Das ist sehr schön. Wenn Sie da gleich true schreiben, führt der Rechner den Vergleich aus, freut sich und vergisst das Ergebnis. Gleich true, es soll gesetzt werden auf true. Na super, was für ein Anfängerfehler von mir. Ah, das sieht besser aus. Also die 2, das ist die Zahl 4. 2 weiter, die Zahl 4 ist gestrichen. Die 4 ist die Zahl 6, ist gestrichen. Die Zahl 8 ist gestrichen. 9 ist gestrichen, 10 ist gestrichen. 2 weiter, die 12 ist gestrichen. 11, die 13 ist nicht gestrichen, das sieht gut aus. Kommen wir irgendwie hinten an. So, bis dahin, okay. Genau, noch was zu dem Plus 2. Sie können natürlich ganz dreist sagen, ach, ich baue noch die 0 und 1 da rein und fange wirklich an mit 0 zu zählen und ignoriere die beiden ersten Stellen im Array. Könnte man auch machen. Ich finde sie als Übung mal gut, dass Sie sehen können, dass der Index des Arrays, der Index der Stelle in dem Array nicht unbedingt das ist, was es bedeutet. Dies hier wollte ich noch einen Schritt weiter drehen, dass man jetzt wirklich ein Array an Primzahlen erzeugt. Also int Primzahlen. Der Ärger ist, hier würde ich jetzt gerne sofort reinschreiben, wie viele Primzahlen das sind. Das kann man in C99 machen. Man muss eine Funktion anschalten, die heißt Variable Length Arrays, VLA. Dann könnte man hier tatsächlich Variablen reinschreiben. Ansonsten müssen hier Konstanten stehen. Will ich alles nicht tun. Ich schreibe tatsächlich jetzt mal 100 rein. Es können ja maximal 100 Zahlen sein. Ist nicht schön. Man würde hier versuchen, eine Variable reinzukriegen, was C normalerweise erstmal nicht kann. Oder man würde Speicher dynamisch reservieren, was wir noch nicht hatten. Ich schreibe 100 rein. So, und jetzt sortieren Sie mal zusammen. Die Zahlen, die nicht gestrichen sind, die möchte ich in dieses Array reinschreiben. Und dann möchte ich mir obendrein natürlich auch noch merken, was die Anzahl davon ist. Ich würde mir also diese Vorschleife von hier oben kopieren und sagen, okay, jetzt gucken wir uns alle Zahlen nochmal an. Alle Zahlen von 2 bis 101 gucken wir uns nochmal an. Jetzt will ich wissen, ist diese Zahl i, ist diese Zahl gestrichen oder nicht? Wenn sie nicht gestrichen ist, dann weiß ich, es ist jetzt eine Primzahl. Wenn sie nicht gestrichen ist,
ist die Zahl i nicht gestrichen. Wir wissen schon, das ist immer 2 daneben. Die Hausnummer der Zahl i ist i minus 2. Wenn die Zahl i nicht gestrichen ist, dann ist sie eine Primzahl. Ich habe also eine weitere Primzahl gefunden, Anzahl plus plus. Und ich möchte mir diese neue Primzahl auch in meinem Array merken. Die erste Primzahl, die ich finde, möchte ich an der Stelle 0 speichern. Die nächste an der Stelle 1, die nächste an der Stelle 2. Das ist lustigerweise gerade der Wert von Anzahl, sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist die Stelle, an der ich meine neue Primzahl speichern will. Zu Beginn ist die Anzahl 0. Die erste Primzahl, die ich finde, speichere ich an der Stelle 0 in meinem neuen Array. Danach ist die Anzahl 1. Die nächste Zahl, die erste Primzahl, die ich finde, speichere ich an der Stelle 1 in meinem Array. Anzahl wird 2. Die nächste, die ich finde, speichere ich an der Stelle 2. So simpel kann das gehen. Also das ist der Index, unter dem ich die neue Primzahl speichere. Und jetzt muss ich eben wissen, was ist der Wert? Welche Zahl ist es denn? Es war die Zahl i, die da oben gestanden hat. Ja, lassen wir das mal laufen. Einfach bis zu Ende durch. Hat ein bisschen zu wenig Speicher, das lernt man hier. Das ist also gefährlich groß, da müssen wir gleich noch ein bisschen eingreifen. Nichtsdestotrotz könnte man schon mal gucken, was jetzt hier bei den Primzahlen, er sagt 26 Primzahlen, 2, 3, 5, 7 und so weiter. Und 101 als letzte, das sieht nicht schlecht aus. Mit dem Speicher, jetzt könnte man zum Beispiel sagen, naja, 100 werden es schon nicht sein. Es ist höchstens jede zweite Zahl eine Primzahl, also würde es ja reichen, wenn ich das Array auf die Größe 50 nehme. Mal gucken, ob das jetzt vom Speicher her klappt. Oh, immer noch zu eng vom Speicher her. Beachten Sie hier die Fehlermitteilung, outside the stack range, the stack pointer is outside the stack range. Der Stapel ist dann an der Stelle angelangt, wo er nicht stehen darf im Speicher eigentlich. Der Inhalt von Primzahl ist richtig, bis 101 und die Anzahl ist auch richtig, 26. Der Ärger, den man jetzt noch hat, ist folgender. Ich habe zwei lokale Arrays, einmal dieses hier mit 100 Einträgen und einmal dieses hier mit nochmal 100 Einträgen. Und das System hier, was da simuliert wird, hat nicht so viel Platz für lokale Variablen. Was Sie tun können, ist, dass Sie diese lokalen Variablen, ganz böse, dass Sie diese lokalen Variablen zu globalen Variablen machen. Dann hat er mehr Platz, aber das ist natürlich nicht sauber. Ich könnte Static daraus machen. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, globale Variablen zu nehmen. Da hat er mehr Platz. Also das Problem sind nicht gar nicht die mangelnden Gigabytes auf dem System, dass das simuliert wird, sondern wie viel Platz es für lokale Variablen jeweils lässt. Das müsste jetzt durchlaufen. Okay, das läuft durch. So hätte ich jetzt mehr Platz für diese Variablen hier. Wenn ich das etwas hübscher haben will, würde ich es wahrscheinlich hier stehen lassen und Static machen. Und dann wird es in einem anderen Speicherbereich angelegt, in dem eben typischerweise mehr Platz ist. Nicht auf dem Stapel. Das müsste dann auch funktionieren. Hier kommt er auch lebendig durch.